Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hi Toni. Schön, dass du mit dabei bist und das ist Folge 10. Ja, so viele Folgen haben wir schon wieder geschafft, so viele Folgen habt ihr schon geschaut und ich glaube, das Projekt macht uns doch richtig viel Spaß. Wir sind hier an unserer, jetzt muss ich überlegen, wie ich es denn getauft habe, automatischer Wasserzufuhr, automatischer Klumpenzufuhr, manuelle Bürstenanlage. Ihr seht, unser Bottich wird immer voller. Da sind schon ganz viele Goldnuggets drin, Erznuggets, also Eisenerz. Und auf jeden Fall glitzern da auch schöne Edelsteine, Kristalle. Ob Rohdiamanten drin sind, ja, das werden wir noch rausfinden. Keine Sorge, wir werden nicht die ganze Folge jetzt hier rumstehen und wischen oder bürsten, sondern wir werden gleich mal das Wasser abstellen. Wenn der Brocken hier rauskommt, laufen wir auch schon mal los. Und dann ist das auch schon erledigt. Jetzt ist das Wasser da drin, das ist natürlich nicht so cool. Deswegen werden wir nochmal zu unserer Schaufel gehen. Wir haben ja uns da so einige Klumpen aufgehoben. Ah genau, warte mal, den Klumpen kann ich nehmen. Den kann ich einfach da reinschmeißen. Blut. Und dann nehme ich unsere Bürste und dann ist das Wasser nämlich auch raus und wir können wesentlich besser sortieren. So, wir testen mal, wie es jetzt funktioniert mit unserem Magnetostick. Wo bist du? Ah, du bist glaube ich noch im Fahrzeug. So, ist ein kleiner Magnet am Stock, zieht Rohstoffe, wenn er aktiviert wird. Na dann, testen wir ihn mal. Zack, ist er aktiv. So, wie wird er jetzt aktiviert? Hä? Okay, so ganz habe ich es jetzt noch nicht verstanden. Ah, man muss die Taste gedrückt halten, oder wie? Okay. Naja, also ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr von erwartet. Sehr lustig. Okay, ich glaube, das geht mit der Hand dann doch schneller. Ah ja. Gut. Okay. Ich will mal was gucken im Menü. Vielleicht habe ich ja irgendwo was nicht richtig gesehen. Wie kann ich denn den einsteigen, aussteigen, drehen, öffnen? Das ist das. Sprung, Handbremse, hocken, auf dem Ablegen interagieren. Ja, also E. Hä? Nee, so kann ich es nur hinlegen. Also aktivieren ist dann wahrscheinlich doch so, hä? Gut, ich bin ein bisschen ratlos, wie das hier funktionieren soll. Gut, ich lege es erstmal dahin. Dann werden wir mal wieder ein bisschen sortieren, um unser nächstes Ziel zu erreichen, einen Ernter. Denn damit werden dann die Brocken automatisch zerkleinert. Und gewischt. Also, ne, zerkleinert werden sie nicht. Sie werden. Es wird eher Wasser zugeführt und sie werden dann automatisch gebürstet. Also, wir erhalten dann sozusagen die entsprechenden Knuckles. Das war nicht richtig. Deswegen einmal wieder hier hin. Und dann sortieren wir mal ein bisschen. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gehe ich nochmal kurz eine Runde schlafen. Damit es einfach auch wieder Tag ist und ihr das auch wesentlich schöner sehen könnt. Auch wenn wir hier so schönes idyllisches Licht haben, ist es doch, glaube ich, am Tag etwas angenehmer zum Zuschauen. Halt. Das kommt da rein.
Das kommt da rein. Ja, schauen wir mal, ob wir in der Folge 10 das schaffen, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe. Und je schneller ich mit den Folgen am Produzieren bin, desto schneller könnt ihr die Folgen ja auch schauen. Ne? Das ist ja auch so ein Vorteil. Ist ja für alle eine Win-Win-Situation am Ende. Denn das Ganze hier ist eine Staffelaufnahme. Oh, das war Gold. Der bleibt aber bitte da drin. Den Kristall. Kommt wieder in unseren schönen Kristalleimer. Dann der noch. So, dann habe ich hier noch einen Kristall. Teil. So, und das dürfte es dann auch gewesen sein. Können wir erstmal wieder das Eisen hier schmelzen. So, ja. Wie soll das Ding hier funktionieren? Ist noch ein Rätsel für mich. Mal gucken. Hier der. Halte die Taste gedrückt. Okay, so verstehe ich das ja schon mal. Ich weiß nicht, ob der Kleine hier überhaupt was bringt. Wir haben ihn zumindest mal gehabt. Ich sag's mal so. Ob wir ihn jetzt wirklich verwenden werden, das sehe ich jetzt noch nicht wirklich, weil ich glaube, mit der Hand geht das dann doch noch schneller. Aber wir haben ihn erstmal und vielleicht wird er ja noch verändert. Ich weiß es ja noch nicht. So. Ich glaube, es hat Zisch gemacht. Da ist er. Dann machen wir wieder eine schöne Axt daraus, würde ich sagen. Oder wollen wir mal ein Schwert raus machen? Komm, wir machen ein Schwert raus. Zack, zack. Oh, whoopala. Gucken, ob das nicht noch ein Schwert wird. Sieht ein bisschen klein aus, der Balken hier. Bin hier mal gespannt. So, 1, 2, 3 und... Ah, nein! Ach, ich bin da auch ein Held. Aber schönes Schwert geworden. So, was mache ich jetzt hier mit? Mache ich hier einen kleinen Dolch noch schnell draus. Hä? Och, ist das süß. Wir schauen uns doch mal die Größenverhältnisse an. Ist das nicht... Schön. Herrlich, oder? Ein schöner kleiner Dolch. Das könnte ja auch so, ja, so ein Zahnstocher sein. Oder ein Brotmesser. Und das hier ist mal ein richtiges Messer. Das ist das Wurstmesser. Ah, ist das herrlich. Okay, komm, legen wir das mal da ab. Ich bin echt gespannt, was wir für diesen kleinen Mini-Dolch bekommen. Und dann geht's weiter mit Gold. Gold ist unser Begehr. Drin damit. Ja, seht ihr, jetzt ist wieder daneben gefallen. So, nochmal die Chance für unseren Magneto-Stick. Okay, ja, das sieht gut aus. Ah, warte mal. Der räumt. Sollte dann einfach nur die zusammenbringen? Könnte sein, dass er praktisch nur dafür sorgt, dass man die, ne, dass man die nur zusammenbringt, aber nicht nach oben. Kann man die nach oben bringen? Doch, geht. Jetzt vielleicht? Gucken. Okay. Nicht ganz so wie gedacht, aber okay, ich verstehe. Aber warte mal, das Grüne ist praktisch da, wo er hing. Nee, versteht doch nicht. So, jetzt irgendwie greifen. Ah, okay.
Ist aber auch sehr fummelige Arbeit. Gar keine Frage. Also ja, es funktioniert ein bisschen semi-optimal, aber es funktioniert. Halten wir das mal fest. So, wir haben hier noch wunderschönen Smaragd. Dann werde ich den doch auch mal noch verwenden. Da werden wir uns einen schönen... Noch mal eine schöne Halskette machen. Und dann kann der Bottich eigentlich auch schon wieder hier hin. Dann sind wir nämlich schon wieder perfekt vorbereitet. Oh, geht ein bisschen schöner, ne? So nicht. So, perfekt. Okay. Noch hat es keinen Zwisch gemacht. Jetzt hat es Zwisch gemacht. So, dann braucht es wieder unsere Säge. Dann legen wir einmal den ab. Legen den ab. Stellen das ja richtig. Achso, nee, halt. Wir müssen das ja auch erstmal noch heiß machen, ne? Und wir sollten vielleicht mal die Arbeitswege verkürzen. Was haltet ihr davon? Wir haben ja doch bestimmt irgendwo unseren Bauhammer. Bauhammer. Hammerbau? Wo ist er denn? Ah, nehmen wir den hier. So, hier kann man wunderbar durch. Hallo, ich will hier durch. So, geht doch. Und dann, pass auf, machen wir mal folgendes. Den nochmal weg. Den nochmal hier hin. Und dann verkürzen wir uns mal die Wege. Wir wollen ja effektiv arbeiten. Ja, denke, das sieht gut aus. Dann mache ich den hier wieder mal fest für den Moment. Und dann holen wir uns mal hier die Barren. Bam. Bam. Na, das war nix. Das war nix. Mit Satz mit X. So, dahin und den und na. Na? Also zu kalt oder was? Eben hat das funktioniert. Da müssen wir uns nochmal erhitzen vielleicht. Jetzt. Ich doch. Eins. Zwei. Und. Hä? Hä? Das frage ich mich auch. Was ist dein Problem? Hä? Will wieder nicht. Gut, dann müssen wir umdenken. Machen wir einen Ring draus. Weiß nicht, vielleicht ist das Machtor zu klein. Habe ich denn noch einen Edelstein? Einen habe ich noch. Haben relativ wenig Edelsteine im Moment, fällt mir mal auf. So. Und dann lege ich den noch ab. Hau da nochmal drauf. Und dann haben wir das und da quietscht die Tür so schön. So, wir machen mal ganz kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt ja hier unseren zweiten Smaragdring. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder verkaufen. Und mal gucken, ob wir uns den Ernter schon holen können. Bevor wir wieder schrubben, wollen wir auch mal was anderes sehen. Und bevor wir aber losfahren, ich würde vorschlagen, lasst uns mal ganz kurz hier unser Auto voll tanken. Das war wieder verkehrt. So, Auto voll tanken. Was haltet ihr von der Idee, eine Tankstelle zu bauen? Würde ich sagen, machen wir dann als Primäre in der zweiten Staffel. So, Auto ist voll. Sehr schön. Dann stelle ich mal den Bottich wieder hier hin, weil ja, wir wollen ja Ordnung. Ordnung! So. Halt, wir müssen da durch.
Das mit den Wegen muss ich vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und dann geht's auch schon los mit unserem Riesenschwert, unserem Mini-Dolch und zwei Ringen. Oha. So, wir gucken mal im Zwergendorf, was die denn theoretisch uns geben würden wollen. Für den Mini-Dolch. Die Preise sind auf jeden Fall genau oben. Gucken wir mal. 22. Okay, komm. War ja auch mein Fehler, dass ich den dann nochmal zerkleinert habe. Aber dafür habe ich jetzt hier ein Riesenschwert. Gucken. Hierfür gibt es 157. Ich glaube, wir kriegen beim Juwelier mehr. Da haben wir noch ein paar Sachen drin. Deswegen fahren wir auch mal weiter. Das Schwert steht wie eine 1. Das ist unsere neue Antenne. Nüt. Eieiei. Nicht bergab fahren. So, dann geht's also hier wieder durch. Handbremse nicht vergessen. So, ich hatte ja eben gerade ganz kurz einen Cut gehabt, deswegen werden wir jetzt noch ganz kurz verkaufen. Aber wie versprochen, ihr habt nichts verpasst. Ich habe alles mit euch gemeinsam gemacht. So, hier erstmal unser nettes Schwert. 166. Ja. Und dann haben wir hier unsere weiteren Ringe. Und okay, so viel kommt da nicht bei rum. Ich hätte jetzt da eigentlich mehr erwartet. 120. Also wir haben beim letzten Mal wesentlich mehr bekommen. Muss ich mal dazu sagen. Da werden wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Aber wir gucken mal, was wir denn theoretisch benötigen für den Ernter. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weiterfahren. Hier. Und ne, hier gab es Förderbänder und Sortiermaschinen. Da kommen wir noch nicht hin. 436. Leg sie schon mal hier rein. Und wir brauchen für den Ernter 583. Also viel fehlt nicht mehr. Das, denke ich mal, kriegen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hin. Ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet auch gerne wieder ein, wenn es heißt Hightronier. Und lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und vor allem aktiviert das Glöckchen. Und ich sag mal, bis dann, macht's gut!